Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Earthbound. Wir sind in der letzten Folge durch einen kleinen Höhlenabschnitt marschiert, haben am Ende der letzten Folge ein UFO getötet, sind offiziell immer noch auf der Suche nach der gekidnappten Mandy und ich hoffe sehr, dass wir sie hier in dem Gebiet, wo wir gerade rumkraucheln, auch irgendwann mal finden werden. Denn dieser Weg hier ist gleichzeitig auch der Weg nach Happy Happy Village, einem sehr religiös orientierten Eckchen, wie wir jetzt hier und da schon erfahren haben. Und ich habe die blöde Vermutung, dass wir hier auch so eine Art Sektendorf oder sowas zusteuern könnten. Aber ich weiß es nicht. Wir gucken erstmal, was passiert. Cross Bridge to Happy Happy Village. Da sind wir gerade auch schon direkt beim Thema. Und lass mich raten, hier komme ich nicht weiter. Mit dem Typen auf der gegenüberliegenden Seite kann ich auch nicht sprechen. Toll. Auf der Sonnenseite des Lebens sind die Schmetterlinge. Und die Sonnenseite ist natürlich wieder die andere. Das war klar. Komme ich jetzt hier eventuell gar nicht weiter? Muss ich eventuell doch erstmal nach Street? Oder gibt es die Möglichkeit, die Brücke irgendwie zu reparieren? Da oben ist wieder ein UFO. Nee, das ist gar kein UFO. Da blinkt aber irgendwas. Was ist denn das da gerade gewesen? Das sah ein bisschen aus wie so ein Pfahl oder sowas. Muss ich gleich wieder an die Secret of Mana Peitschen-Übergänge zurückdenken. Aber ich glaube mal, sowas wird das hier nicht gewesen sein. Ein paar Meterchen nach oben noch und wir haben die Antwort. Von den Viechern wissen wir auf jeden Fall genau. Das macht die nämlich ultra ätzend und das macht das ganze Gebiet hier sehr gefährlich. Gegner, die einem nämlich in einem Spiel PP abzwacken oder MP, je nachdem, welches Spiel man spielt, in Gebieten, wo man eigentlich hart drauf angewiesen ist, und das ist hier der Fall, das macht das Ganze sehr ungemütlich. Ja, das ist so. Zumal ich immer noch keine Möglichkeit gefunden habe, meinen PP-Haushalt wieder zu korrigieren, in Form von, keine Ahnung, Absorption oder Items oder so. Hab noch nichts gesehen, was hier Abhilfe schaffen könnte. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich jetzt mit meiner Heilung hantiere. Ich will jetzt eigentlich meine PP nicht sinnlos rausballern. Ist das ein... Das ist der die Spitze eines Bleistifts oder was soll das darstellen? Das sieht aus wie die Spitze eines Stiftes. Was bist du? Bist du ein Gegner? Nö. For some weird reason, a pencil-shaped iron statue is blocking the path. Aha. Und was genau mache ich jetzt damit? Warte mal, wir haben zuletzt komisches Zeug bekommen. Ich guck mal eben ganz kurz. Broken Machine. Nee, Suborma. Ich probiere jetzt einfach alles aus. Keine Ahnung. Sang the song Ode to Orange Kid. As soon as it finished, the machine broke down. Was? Aber ich habe jetzt immer noch hier... Nee. Nee, die ist weg. Hä? Hey, okay, jetzt verstehe ich schon wieder gar nichts mehr. Broken Machine. Peter used a broken machine, but nothing happened. Hätte mich auch überrascht, aber trotzdem, ich will hier nichts unversucht lassen. Und dieses Ding habe ich auch noch nie ausprobiert. The receiver phone can't be used here. Warum eigentlich nicht? Habe ich mir den Text dazu schon mal angeguckt? Ich glaube ja, ich will ihn trotzdem nochmal lesen. Now you can receive important... Aber nur receive. Das heißt, wir können nicht selber... Wir können nicht selber daraus telefonieren. Okay. Ich dachte, jetzt hätte ich hier... Keine Ahnung, freie Bahn, aber scheinbar, kommen wir hier nicht weiter. Kann ich mit dem Baum irgendwas machen? Nö. Kann ich hier eventuell irgendwas machen? Ich brauche jemanden, der die Brücke reparieren kann oder der mit dieser Statue irgendwas anzufangen weiß. Versuche jetzt hier nochmal, einfach aus Mangel an Optionen, die ich sonst habe, aber hier geht nichts. Kann ich eventuell mit dem Fahrrad hier rüber düsen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber nutzen kann ich es auf jeden Fall. Aber es sieht nicht so aus, als würde er jetzt hier einen Riesenjump rüber machen. Würde auch wenig Sinn ergeben, weil das ja so gesehen auch keine Rampe ist, ne? Der würde einfach in die Plörre runterplumpsen, aber dann komme ich hier nicht weiter. Okay, also ich habe aber noch ein paar Ideen, wie wir dem jetzt begegnen können. Warte mal, an dem Mole, genau, hier habe ich heute... begonnen. Na, das hat ja jetzt echt ein schnelles Ende gefunden. Weißt du vielleicht noch irgendwas? Die sucht irgendwie nur nach Mushrooms. Sie können gerne die entfernen, die uns gleich wieder im Weg stehen werden. Auf dem Weg zurück. Oh no. Oh no. Ich habe mich vorher nicht geheilt, aber ich glaube, wir werden definitiv einmal übernachten müssen, wenn wir wieder in der Stadt sind. Achso, der heilt sich erstmal selber nochmal hoch. Was?
Started to grow. Ah, guck mal, es werden immer mehr. Ey, weißt du was? Ich werde jetzt gleich meinen Überzauber hier auf euch loslassen. Drei von euch lassen wenigstens. Ich kann das jetzt immer noch machen, egal wie viel ihr mir abnehmt. Ja, wobei egal wäre es jetzt nicht gewesen, aber gemessen an dem, was sie uns vorher abgenommen haben, ist es eigentlich ungefährlich. Ich hatte jetzt Glück, dass... Nein! Achso, doch! Ich dachte, jetzt hat mir doch jemand was abgeluchst, aber das ging jetzt nur runter wegen Einsatz meines Zaubers, alles klar. Vergesst meine Panik. Jetzt habe ich allerdings Panik, weil ich meine HP nicht mehr befüllt kriege. Was? Der hat das überlebt? Wow. Ich muss noch an den Pilzen vorbei. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich hätte gerne ein Level-Up, aber das war beim letzten Mal. Also das letzte Level-Up ist gar nicht so weit her. Deswegen wäre das... Nein! Ich habe gar nichts mehr, um mich zu heilen. Was ist Skip Sandwich? Ich habe es vergessen. Gives you a spring in your step for about 10 seconds. It also helps you recover your power a bit. Ich glaube, ich nehme das Ding jetzt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Peter recovered 5 HP. Na gut, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wow, ich werde einfach schneller. Okay, vielleicht bin ich tot, Leute. Vielleicht bin ich tot. Aber auf dem Hinweg sind doch nicht so viele von diesen Gegnern hier gewesen. Jetzt kannst du mir die ganze Zeit meine PP klauen. Das ist okay. Das ist besser, als wenn du mir Schaden austeilst. Ich will einfach nur wieder die Stadt erreichen, ohne zu sterben. Das ist mein einziger Wunsch. Ich müsste tatsächlich das Spiel nochmal neu laden, weil ich würde den Geldverlust, den würde ich jetzt hier nicht in Kauf nehmen wollen. Ich bin einfach schneller und scheinbar... Scheinbar schneller an die Gegner, als die Gegner. Er hat mich das gerade aufgeregt. Ich bin eigentlich auf den Ausgang zugelaufen. Ich weiß nicht, warum der diesen Knicks nach unten gemacht hat. Keine Ahnung, ich wollte diesen Kampf eigentlich nicht machen. Jetzt habe ich mich einmal sicher gefühlt im Zusammenhang mit diesem Item. Ja, okay, heil dich selber, ist okay. Oh, das hat mich gerade aufgeregt. Ja, das ist jetzt mega sinnlos. Ey, wenn ich jetzt bei den Pilzen gleich verrecke, dann ist das der... Dann ist das der größte Schrott hier einfach. Der größte Schrott. Ja, komm, mach, beeilen Sie sich jetzt. Ich hab schon... Erlebte das Ding da gerade noch? Warum hatten das jetzt hier zwei Abschnitte? Das war beim letzten Mal bestimmt auch so. Ich hab's nur nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Vater, ey. Kannst du dich mal um deinen eigenen Kram kümmern? Oh, Apple Kid, alles klar. Ich hab nichts gesagt. Sorry. I've just finished work on this great invention. Get over here as fast as you can. This thing is so cool. See you soon, slam beep. Okay, ich muss erstmal lebendig dort ankommen. Das wird heute die größte Herausforderung sein. Ey, guck mal, es werden immer mehr Gegner. Es sind doch beim letzten Mal nicht so viele Gegner hier gewesen. Ich gehe jetzt wieder rein und wieder raus, in der Hoffnung, dass es vielleicht weniger werden. Vielleicht ist aber die neue Invention von ihm jetzt hilfreich. Ja, guck mal, es war eine gute Idee. Jetzt komme ich hier nämlich vorbei. Vielleicht ist die Invention hilfreich, um hier weiterzukommen. Komm, komm zu Mama. Komm zu Mama. Komm zu Peter. Komm zu Mama, Peter. Cool. So, Peter, relax. Wie viel haben wir jetzt? 20. Okay, wir bekommen die nicht komplett aufgefüllt, aber... Ey, die 20 werden auf jeden Fall schon mal massiv weiterhelfen, denn damit kann ich mich einmal komplett hochheilen. Da können wir jetzt nämlich auch die Gegner nischen, die mir hier eventuell noch in die Quere kommen. Nee, Pilze will ich nicht. Dann will ich tatsächlich lieber die, die mir die PP absaugen. Ey, warum sind hier so viele? Das wird hier schon wieder nix, ey. Das wird hier schon wieder nix. Ich darf gleich wieder zum Hospital rennen und mir diesen Pilz entfernen lassen. Ich hasse diese Gegner, ey. Ich hasse sie. Ich mag ihr Design voll gerne. Und ja, Pilzgegner, ich weiß, die nerven eh in den allermeisten Spielen wegen Sporen und Zustandsveränderungskram und so. Aber das hier ist nochmal eine ganz andere Dimension. Okay, es attackt mich Gott sei Dank normal. Alles gut, wir kommen jetzt safe aus der Geschichte auch raus. Ich will nur keinen Pilz mitnehmen aus dem Kampf. Ey, jetzt ist das Ding hier gedodged. Wow. Ist attacking. Okay, das ist gut. Attack mich so viel du willst. Hauptsache, du bleibst mir fern mit deinem Zustandsveränderungskack. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. So, ich will jetzt wissen, was ich für eine Invention vom Apple Kit bekomme. Und wenn das eine ist, die mir wahrscheinlich, keine Ahnung, müssen wir dann irgendwie eruieren anhand der Beschreibung, die mir hier nicht weiterhilft,
Dann würde ich nach Süden rausgehen und mal gucken, wenn ich durch den Tunnel da latsche, ob ich da eventuell Fortschritte erzielen kann. Aber vielleicht musste das auch so sein. Vielleicht musstest du die Sackgasse erreichen und diese komische Statue, diese Stiftstatue einmal anditschen und mit der quasi quatschen, um diesen Call hier auszulösen, der vom Apple Kit kam. Wow, ey, wie die hier einfach schon wieder Schaden ohne Ende rausballern. Das ist vom Schwierigkeitsgrad her, ist das hier, diese ganze Ecke, schon ziemlich mies, muss ich sagen. Weil die sind echt nur limitierte Möglichkeiten gegeben. Und das, die machen halt auch nicht wenig Schaden, ne? Das ist echt krass. Oder ich habe halt irgendwas übersehen. Das kann ich mich leider danach nicht mehr heilen. Das war eigentlich erst mein Plan gewesen. Wow, es hört einfach auch nicht mehr auf hier. Okay, also der Schwierigkeitsgrad, der ist hier zum ersten Mal, finde ich ein bisschen unfair. Also ich werde das wahrscheinlich überleben, aber unabhängig davon, wie das hier ausgeht, ist es nicht verhältnismäßig, finde ich. Und dann auch noch mit diesem PP-Drain. Es wäre auch ohne, wäre das schon nicht easy. Jetzt haut der ja die ganze Zeit daneben. Vielleicht sterbe ich doch, vielleicht darf ich gleich nochmal alles machen. Keine Ahnung. Ja, klaut mir ruhig PP, die ich nicht mehr habe. Ist okay. Ich habe meinen Hamburger halt diesem Typen geschenkt. Was soll ich machen? Sonst wäre das noch meine Notration. Aber habe ich halt nicht. Warum attackst du die ganze Zeit? Bin ich vielleicht auch mal irgendwann mal wieder dran? Dankeschön. Der lebt einfach immer noch. Unfassbar. Aber mal greife ich scheinbar zuerst an und mal er. Kannst du bitte jetzt keine Verstärkung mehr holen? Das wäre herzallerliebst. Unfassbar. Zwei Schläge halte ich jetzt nicht mehr aus von dem. Ich weiß dazu gerade echt nicht mehr, was ich sagen soll. Übersehe ich irgendwas, um mir das jetzt zu vereinfachen? Ich meine, ich gehe immer schon... Ey, jetzt haut er die ganze Zeit daneben. Willst du mich komplett verarschen, oder was? Tschüss. Geil. Richtig fair. Ich lade jetzt nochmal. So, willkommen zurück am Anfang des Parts. Ich werde jetzt nochmal nach oben laufen. Gott sei Dank habe ich vor der Aufnahme nochmal gespeichert. Ich bin echt extrem schockiert, weil das mega, mega unfair ist, was hier gerade passiert ist. Ich werde jetzt nochmal nach oben gehen, weil ich halt die Vermutung vorhin schon aufgestellt hatte, dass der Anruf von dem Apple Kit halt reinkam, weil ich hier auf meine... Ich habe wieder irgendeine ekelhafte Zustandsveränderung. Läuft mir da Rotzer aus der Nase? Oder was soll das Symbol neben meinem Namen sein? Krass. Also hier fehlen mir gerade echt, keine Ahnung, fehlen mir echt die Worte. Weil ich bin der Meinung, dass ich hier gut vorbereitet reingegangen bin. Es wird mir einfach der Rückweg hier komplett blockiert. Wenn es nach vorne raus schwer wird und man sich immer wieder zurückziehen muss, weil man feststellt, hey, meine Heilmittel reichen nicht aus oder so, völlig okay. Kennt man aus zig Spielen. Jetzt bin ich wahrscheinlich vergiftet, ne? Jetzt werde ich schon wieder sterben. Ich komme hier nie wieder raus. Das ist das, was das Spiel mir damit mitteilen möchte, ne? Meine Nase läuft. Ja, ich verliere kontinuierlich. Verliere ich was. Aber das wird wahrscheinlich eine Zustandsveränderung sein, die ich mit Healing... Oh! Peter got over the cold. Oh, ich kann mit Healing mal was heilen. Cool. Danke. Jetzt sollte ich mich auch gleich mal generell heilen, aber... Wenigstens haben wir jetzt hier die Gegner. Es ist auch so abartig, was gerade auf dem Rückweg an Gegnermengen einfach da gewesen sind. Ich wäre ja vorbeigerannt, aber ihr habt es gesehen, es ging nicht. Ich kam an denen nicht vorbei. Was ist mit Stuffiness? Was? Peter sneezed and... Ja, ich kriege jetzt hier mal diese Zustandsveränderung reingedrückt. Das ist okay, solange bis ich einmal PP in die Hand nehme, um mich zu heilen. Jetzt haue ich die ganze Zeit daneben. Was ist mit diesem Part kaputt, bitte? Jo, ich treffe die Gegner nicht mehr. Ich bekomme nonstop Zustandsveränderungen.
Es gibt hier in jeder Ecke plötzlich 10-mal mehr Gegner als sonst. Was ist mit dem Spiel hier gerade los? Jo, ich komme gerade nicht vom Fleck. Geil. Ich krieg einen Standard. Random Gegner, der hier spawnt, kriege ich nicht down. Cool. Macht richtig Laune. So. Jetzt muss ich ein bisschen tiefer in die PP-Tasche greifen. Einmal healen, bitte. Das wäre das. Nein, ich weiß nicht, warum ich immer zu den Gurts springe. Keine Ahnung. Dann machen wir einmal das. Ich wette, auf dem Rückweg kommen dann wieder die ganzen Drecksviecher, die mir meine PP abnehmen. Und da haben wir gleich genau die gleiche Situation wie eben. Nämlich schön mit fettem Game Over. Warte mal, habe ich meine Kohle überhaupt noch? Ja, 671 sind noch da, alles klar. Ich meine, ich habe ja gerade neu geladen, deswegen habe ich es auch getan. Aber ich will es trotzdem einmal nochmal gesehen haben. So, hier brauche ich jetzt wenigstens nicht versuchen, den ganzen Kram einzusetzen. Scheinbar kommen wir hier nicht vorbei. Also ganz ehrlich, wenn jetzt beim Rauslaufen der Höhle auch wieder der Anruf reinkommt an genau dem gleichen Punkt, dann wird das wahrscheinlich kein Zufall sein, weil ich bin jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Ich könnte jetzt versuchen, warte mal, ich habe dieses Ding hier noch. Suporma. Ich könnte das nochmal probieren. Was steht hier nochmal als Beschreibung? The full name is the super... Achso, ja, okay. Hat mir jetzt auch nicht sehr viel gebracht. Ich nutze das hier einfach mal. Vielleicht fängt der Typ auf der anderen Seite. Ode to Orange Kid. As soon as it finished, the machine broke down. Okay, das stand beim letzten Mal hier auch. Haben wir das jetzt verloren, aber haben wir wenigstens wieder einen Slot im Inventar. Okay, nächste Mission. Wieder zurückgelangen zur Stadt. Ob es uns diesmal gelingt, wird sich zeigen. Ich hatte halt auch hier in der Höhle auch voll Pech mit den Gegnern. Eine einzelne wäre ja okay. Bist du alleine? Ja, diesmal bist du alleine. Vorhin haben mich, glaube ich, zwei angegriffen. Jetzt brauche ich einfach nur ein bisschen Glück, dass sie nicht an meine PP rangeht. Das wäre ganz toll. Okay, war das das? Nee, das ist selber heilen, oder? Nee, das ist das mit dem Drain. Okay. Ich bin hier einfach gerade irgendwie nicht mit Glück gesegnet. Und jetzt haut der die ganze Zeit wieder daneben. Ey, ich könnte so kotzen, wie mich diese ganze Ecke hier gerade schon wieder hart annervt, ey. Tja. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich werde jetzt einmal... Ich meine, die zwacken mir das eh ab. Dann kann ich jetzt auch so... Achso, dazu komme ich natürlich nicht mehr, weil die zuerst rankommen. Ja, und jetzt fehlt mir ein... Ein PP fehlt mir jetzt. Oh. Ich kann das gerade nicht mehr kommentieren. Das macht mich so wütend, was hier gerade passiert. Ey, vor allen Dingen, selbst wenn ich die Chance hätte, also ich hab die Chance ja theoretisch, weil ich könnte nochmal einen Spielstand laden aus der Stadt heraus, aber ich würde nichts anders machen. Ich habe mich ja vorbereitet, bevor ich hier reingegangen bin. Mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, habe ich keine Chance, diese Situation, diese Sackgasse, in die ich jetzt hier immer wieder reingerate, die irgendwie abzuwenden. Da ist schon wieder so ein Mistding. Ich werde jetzt meine letzten Verbleibenden einmal zum Hochheilen noch nutzen, bevor die wieder auf Null runtergehen. Es sind das auch noch zwei. Boah, ey. Komm hier nie wieder raus, Leute. Ich sag's euch. Nie wieder. Das ist jetzt unser Schicksal. Wenn er wenigstens ein bisschen häufiger treffen würde, wenn ich wenigstens eine Möglichkeit hätte, meine PP zu befüllen. Wenn. Aber die Kombination aus allem macht das halt mega kacke. Ich werde jetzt mit dem Sandwich, was ich noch habe, versuchen draußen, also da, wo die Pilze mich zuletzt erwischt haben, werde ich versuchen draußen einfach durchzurennen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht, dass der RNG-Faktor auf meiner Seite ist und mir nicht allzu viele Gegner vorsetzt. Oder ich zumindest eine gute und faire Route habe, um da durchzurennen. Aber mir wird jetzt schon wieder Angst und Bange, wenn ich dran denke, dass ich hier irgendwann nochmal zurück muss. Klar müssen wir hier nochmal zurück, weil hier geht's zu Happy Happy Village. Da will ich ja auch hin. Ist ja nicht so, dass ich den Ort kacke finde. Aber die Gegner hier,
sind einfach unverhältnismäßig mies. Und jetzt kommen die hier auch noch im Doppelpack. Ich weiß echt nicht mehr weiter gerade. Okay, wenigstens war der Pilz diesmal One-Hit. Das ist schon mal etwas. Peter attacks und trifft sogar mal. Aber wie viel Pech ich beim letzten Kampf auch hatte, ne? Dass die letzten, ich glaube, das waren 3 Runden hintereinander, wo er dann daneben gehauen hat. Ab und zu ist ja mal okay. Aber so viel Pech muss man erstmal haben. Enemy left a present. Was? Ich habe Ketchup gefunden. Okay. Pflanzengegner, die Ketchup hinterlassen. Es ist schon wieder sehr spannend, was hier passiert. Ketchup Packet. To use, sprinkle over food. A good combination increases the strength of your recovery. Was ist denn, wenn ich das jetzt einfach use? Ich mache das. Peter ate the Ketchup Packet. Peter recovered 6 HP. Ey, vielleicht sind die am Ende kriegsentscheidend. Die hätten mir vielleicht am Ende, kurz vor meinem Game Over, hätten sie mir vielleicht geholfen. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt der Anruf. Okay. Dann vermute ich ganz stark, dass seine Invention tatsächlich dazu führt, dass wir jetzt hier weiterkommen. Wie gesagt, totale Panik gerade, hier nochmal hin zu müssen. Achso, ich vergesse immer, dass ich drücken muss, wenn das Telefon bimmelt. Das kennen wir schon. Get over here as fast as you can. Alles ist cool. Ja, bla, zack. So. Dieses zu dir hinkommen, mein Freund, das wird jetzt erstmal ein Abenteuer. Okay. Okay. Den Schmetterling hatte ich vorhin aber auch, ne? Der konnte mir irgendwie auch nicht so mein Leben letzten Endes retten, beziehungsweise ein Game Over abwenden. Ich werde jetzt, bevor der nächste wieder meine PP draint, das einmal für Heilung nutzen. Und dann wahrscheinlich, wenn jetzt der nächste Massenkampf kommt, direkt in den Angriffszaubermodus gehen. Aber guck mal, diesmal habe ich Glück. Diesmal habe ich einfach Glück. Es ist so random gewesen beim letzten Mal. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ihr seid harmlos. Das darf gerne wieder die Frau mit ihrer Einkaufstasche sein. Nee, der ist neu. Unassuming local guy, habe ich gerade gelesen. Da steht es nochmal. Okay. Du siehst auf jeden Fall merkwürdig aus. Ey, schon wieder einer, wo ich die ganze Zeit daneben hau. Sag mal, was ist los, Peter? Können wir irgendwie mal über deine Treffsicherheit sprechen? Es geht doch auf keine Kuhhaut, dass du hier bei jedem Gegner daneben ballerst, ey. So, aber hier reicht ein Schlag. Deswegen mag ich die Gegner. Die sind eigentlich unkompliziert. Betonung liegt auf eigentlich. So, wir müssen jetzt unbedingt müssen wir übernachten. Obwohl, ich glaube, ich werde einmal mit dem Apple Kid sprechen. Obwohl, ey, nicht, dass da ein Kampf losbricht. Ey, wer weiß, was... Okay, Hauptsache, das Spiel rastet jetzt komplett aus, in jeglicher Hinsicht. Ich versuche jetzt erstmal an allen irgendwie vorbeizurennen. Wenn irgendwie möglich, wo war jetzt nochmal das Hotel auf der Seite? Da sehen wir uns dann gleich wieder. Und dann ist das auch so teuer. 50 Tacken habe ich dafür jetzt gerade hingelegt. Aber guck mal, es scheint irgendwas zu passieren. Ich habe jetzt gerade bestätigt, dass ich hier übernachten will. Und nu? Peter! I am Mandy. Das kennen wir aber schon, oder? Can you hear me calling you? Help! Come and help me! I don't know where I am. I can hear water running in the distance. Aha, bestimmt der Fluss, wo wir die Brücke nach drüben reparieren müssen. Behaupte ich jetzt mal. Peter, please help me! Ich weiß nicht, ob das der genaue Wortlaut war vom letzten Mal. Aber dann scheint das ja auch nicht meine erste Übernachtung gewesen zu sein, oder? Bin mir nicht sicher. So, was steht heute in der Zeitung? Here is this morning's Tucson Tribune headline. The brave local hero named Peter, who broke up the sharks, has left on it. Reports that the mayor stopped the sharks have been proven to be false. Tja, die Wahrheit kommt am Ende des Tages immer ans Licht. Wir werden jetzt endlich als der Held gefeiert, der wir auch sind. Das ist schön. So, ich werde jetzt mal in-game speichern. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber ich glaube, das ging hier rüber. Einmal Dad anrufen. Achso, ja, wir haben schon wieder ein bisschen was auf der Bank. Ja, alles klar. Habe ich verstanden. Ja, what do you need? Racket. Genau, einmal bitte das.
Dear old dad was also thinking about hitting the hay for the night. I have created a record of your adventure to this point. Good night, sleep tight. So, wir continuen auf jeden Fall. Und dann geht's jetzt weiter zum Apple Kit. Und da bin ich mal gespannt, was der uns gleich anbietet. Wahrscheinlich ein Anspitzer für den Stift oder so. Also so einen stählernen, metallischen. Oh shit, jetzt hat mich zum ersten Mal ein Gegner hinterrücks erwischt. Oh, den habe ich nicht gesehen. Kann ich eigentlich gleich wieder? Oh Mann. Was ist Reeling? Ich habe jetzt also nichts verloren. Können wir den bitte töten, ohne dass ich irgendwas verliere? Ist Reeling? Was ist Reeling? Was macht er dann? Ich weiß nicht, was to real bedeutet. Aber wir haben scheinbar nichts verloren. Das ist das Wichtigste. Okay, ich wollte nämlich jetzt eigentlich das nächste Gebiet dann mit vollen PP und HP starten. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert gewesen. Ich habe mich nämlich kurzerhand dazu entschlossen, weil der Typ vor der Preschool nochmal auf ihn hier hingewiesen hat, nochmal ganz kurz mit ihm zu sprechen. Vielleicht hat er jetzt doch irgendwelche neuen Informationen. If you save Mandy, be sure, das kennen wir schon. Okay. Also der wollte uns nur darauf aufmerksam machen, dass wir hier wahrscheinlich diese Szene triggern müssen, wo er vom Dach springt. Aber das hatten wir ja schon. Deswegen, ja, geht's jetzt weiter. Gehen Süden. Wir sind auch nicht mehr allzu weit entfernt, deswegen brauche ich jetzt hier auch keinen Cut mehr zu setzen. Ich könnte mir von Orange... Ach, guck mal, jetzt steht er draußen. Von dem könnte ich mir jetzt nochmal seine Erfindung mitnehmen. Are you looking for the so-called genius Apple Kid? Ja. As a true genius, I'll tell you that he's in Berglin Park looking for you. Sorry, ich bin gerade gegen das Headset geditscht. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Da kommen wir gerade her. Ich habe aber wahrscheinlich nicht genau genug hingesehen. Das heißt, hier ist jetzt leer, oder was? Und ich bekomme jetzt keine neue Invention von dem anderen. Das Problem ist, ich habe das jetzt wahrscheinlich voll sinnlos verbraten. Und hätte an der richtigen Stelle damit wahrscheinlich irgendwas bewirken können, oder? I don't know. I don't knopf. Kein Plan. Vielleicht müssen wir aber auch erstmal die Storyline hier zu Ende bringen. Und dann kriegen wir immer mehr von seiner Oma-Maschine. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit Orange. So, wo ist er denn? Wie sah der denn nochmal aus? Warte mal, würde ich den nochmal erkennen? Da ist auf jeden Fall irgendein Zombie. Wie sah der aus? Ich würde das sagen, das ist keiner von denen, die hier stehen. No problem hier. Warte mal, ist der vielleicht ein bisschen abseits? Weil das sind doch genau die. Ich habe mir den auch nicht so genau angeguckt, aber ich glaube, ich würde den trotzdem wiedererkennen, wenn ich den hier sehen würde. Wo hört denn dieser Park auf und wo fängt der an? Das ist hier gerade die Frage. Oder muss ich das Gespräch erstmal mit dem Typen führen und jetzt passiert hier irgendwas in dem Haus? Ach nee, da unten ist er! Da unten ist er! Ich habe einfach nur die falsche Ecke angesteuert. Alles klar. Hallo Mausi. I'm a mouse, my master Apple Kid has been waiting for you. We started to nod off while waiting. Okay, warum treffen wir uns jetzt hier? I'm feeling really out of it because I've been working all night. But finally the pencil eraser is ready. Ey, guck mal. Pencil eraser wird wahrscheinlich Radiergummi sein und nicht Anspitzer. Aber dann ist das Item, was wir brauchen. Oh Gott, ey, nochmal in dieses Gebiet. Das kann lustig werden. This machine will eradicate all pencil-shaped figures in just 1 second. It's incredibly powerful. Just don't use it near a shop that sells pencils. Here, it's yours now. Dankeschön. Als hätte er es gewusst. Zufälle gibt's. Peter got the pencil eraser. If I invent some other brilliant item, I'll call you. Als hätte er es gewusst, ey. Der stalkt uns einfach voll. Kann ja wohl kein Zufall sein, dass er sowas inventet. Direkt nachdem wir feststellen, dass wir an so einem Stift scheitern, ja. So, sagst du noch irgendwas Neues? Has been waiting for you? Nee. Okay. Okay, okay. Aber wenigstens habe ich jetzt Aussicht auf, Aussicht auf eine Lösung. Das ist das Wichtigste. Wir werden uns jetzt nochmal an diesen sehr irritierenden Ort hinbegeben. Was machst du hier? Mandy isn't here. She suddenly left and I don't know where she went. Ich glaube, das kennen wir schon. So. Angst. Aber wir werden gleich abspeichern, sobald sich der erste Gegner hier abzeichnet. Wird abgespeichert. Wobei, bin ich hier jetzt nicht safe? Weil die Gegnerkonstellation, wobei ich bin ins Hotel reingegangen. Jetzt haben wir hier den Schmetterling, den wir nicht brauchen. Warum sind jetzt... Ah, da ist ein Gegner. Okay. Ich nehme den mal mit. Ist mega sinnlos, aber trotzdem. Ich hätte gerade fast gesagt, vielleicht gibt es eine Trophäe dafür, dass man so und so viele Butterflies einsammelt.
Der nervt mich gerade ein bisschen. Der Pilz ist wieder weg. Okay. Ich habe vielleicht auch die Möglichkeiten, die mir das Spiel bietet, Gegner zum Spawn und zum Despawn zu bringen, wahrscheinlich auch nicht so ganz optimal genutzt, weil ich, ja genau, sobald die einmal aus der Kamera verschwinden, dann eventuell auch, wenn ich einmal so ein bisschen weiter weggehe, dann auch endgültig wegbleiben. Ich werde mal eben schnell speichern. So, das Ding ist gespeichert. Ich habe meine Lektion gelernt. Also solche Situationen werde ich zukünftig dann wahrscheinlich ein bisschen besser handeln. Ich bin wirklich in meinem Kopf war das wirklich noch so der Gegner oder die Gegnerkonstellation, die du hier auf dem Screen siehst, die bleibt auch. So wie man das halt aus 99,9% der anderen Spiele kennt. Aber das funktioniert ja hier anders. Und das habe ich vorhin nicht zu meinem Vorteil genutzt. Hätte mir vielleicht den einen oder anderen Stress hier erspart, aber egal. Jetzt ist meine größte Hoffnung und gleichzeitig auch meine größte Befürchtung, dass wir vor dem nächsten Boss vielleicht keine Heilmöglichkeit mehr haben. Ich hoffe sehr, dass Happy Happy Village ein Ort sein wird, wo wir uns auch nochmal irgendwie heilen können, im Sinne von übernachten, also auch für die PP. Das wäre irgendwie mega hilfreich, weil wenn du durch das ganze Gebiet jetzt durchlaufen musst und mit den PP, die hier übrig bleiben, aus der Strecke heraus, dann sind das sehr erschwerte Bedingungen für einen möglichen Boss. Ich meine, die letzte Ameise, unser erster richtiger Boss, der war okay. Aber ja, wenn du am Ende nicht auf deine MP zugreifen kannst oder PP, ist schon ein bisschen schwierig, ne? Naja, mal gucken, was hier noch so passiert. Wie ich diese Gegner einfach hasse. Je schöner ich das Gegnerdesign finde, desto mehr hasse ich die Gegner, die mir hier über den Weg laufen. So, aber jetzt sind wir hier wieder draußen. Gibt's von dir irgendwas Neues? Nee, die huntet immer noch vor Mushrooms, soll sie machen. Okay, da haben wir den Mole. Gerade kurz erschrocken vor dem. Das sind zwei, so. Gar kein Bock. Wie weit muss ich jetzt weg, damit die verschwinden? Guck mal, hier klappt das aber gerade nicht. Ist das von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich, oder? Okay, warum ist denn der so hyperaktiv? Was ist mit dir jetzt wieder kaputt, mein Freund? Die sind eigentlich auch nicht so optimal, diese Gegner. Nicht mehr, seit ich mitbekommen habe, wie oft ich daneben haue und dass sie eben auch mit Zustandsveränderungen um die Ecke kommen. Ey, das ist so nervig mit dem Danebenhauen. Ey, einfach nur crank. Aber wenigstens hauen die auch ab und zu mal daneben. Das ist voll, da kommen voll die Vagrant-Story-Feelings auf, ja. So, dieses ganze Nicht-Treffen. Auch wenn du eigentlich eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit hast. Also hier bei dem Spiel kenne ich die nicht mal. Aber das hat halt Vagrant-Story mal so ausgezeichnet, ne? 90% Trefferwahrscheinlichkeit, manchmal sogar mehr. Und trotzdem hauen irgendwie 5 Angriffe hintereinander daneben. Richtig realistisch. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Ja, vor allen Dingen vor denen, weil die so schnell sind. Die sind mir aber am Ende, sind die mir tatsächlich trotzdem lieber als die grünen Viecher. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Also die sind mir halt nur so lange lieb, solange ich die halbwegs irgendwie treffe. Und solange ich noch PP habe, um mich komplett hochzuheilen. Und wenn man vom Teufel spricht, dann trifft man natürlich wieder nicht. Ey, wenn ich einen Wunsch äußern darf für das nächste Gebiet, dann bitte andere Gegner. Und lass mich raten, die nächsten Gegner werden am Ende wahrscheinlich noch schlimmer sein. Bitte treffen sie. Nein! Peter, gib dir doch mal Mühe. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Konzentrieren Sie sich. Ey, das ist doch nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Weißt du, bei der wievielten Folge sind wir heute? Bei der 10. Da bin ich in 9 Folgen mega entspannt. Schwierigkeitsgrad durchaus knackig, aber trotzdem alles im Rahmen des Okayen. Und dann rastet das Spiel von heute auf morgen hier komplett aus. Guck mal hier, oh baby, Guts went up by 3. Sehr schön. Seit uns erklärt wurde, was es mit den Guts auf sich hat, freue ich mich da nur. Da, sweet, guck. Das ist nochmal ein Bonus. Immer wenn der das extra kommentiert, gibt es irgendwie was on top. Ey, das muss ich auf jeden Fall speichern. Ich glaube, das war ein sehr, sehr hilfreiches Level-Up, aber weißt du, ich werde erst speichern, wenn ich mich einmal geheilt habe. Und zwar einmal nochmal komplett hoch. Muss jetzt einfach mal sein. Denn ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt hier vor uns sein wird. Aber wir werden heute noch den Stift entfernen.
und damit unseren Weg voranbringen können. Ich dachte gerade, ich hätte einen Gegner gesehen. Alles gut. So, das Ding ist gespeichert. Wir sind safe. Safe für den Moment zumindest. Kommt drauf an, was jetzt hier als nächstes unseren Weg kreuzt. Aber das war jetzt gerade sehr entspannt. Beim letzten Mal waren hier mehr Gegner, oder? So, und nu? Jetzt muss ich wahrscheinlich das Ding erstmal aus dem Inventar heraus auswählen. Das werden wir tun. Pencil Eraser. Bitteschön. Aber warte mal, gucken wir erstmal hier nochmal. Apple Kids Invention, it makes something blocking your way that looks like a pencil disappear in just a second. Das klingt perfekt. Perfekt. Fast schon zu perfekt. For some weird reason, the iron pencil statue was erased. Ja, for some weird reason. Das kannst du eigentlich fast an den Anfang packen von allem, was hier passiert in Earthbound. Vor allem. Vor alles. Vor allem? Vor alles packen. Vor allem... Oh, oh. Was? Was? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, ach, der schon wieder. Das ist der Fotoschießtyp, ne? Pictures taken instantaneously. I'm a photographic genius, if I do say so myself. Okay, get ready for an instant memory. Look at the camera. Ready? Say fuzzy pickles. Ah, das ist immer das Schönste. Dieses cute Lächeln immer rein in die Kamera. Der ist halt irgendwie ein cuter Boy, der gute Peter. Na gut, vielleicht gibt's am Ende... da ist... jetzt habe ich Bock auf Dungeon und so. Nein! Da sind schon wieder diese Kackgegner. Ey, bleibt mir doch einfach fern. Ich will euch nicht. Nein, den kriege ich jetzt nicht mehr weg. Nein, es sind zwei. Waren es vorher auch schon zwei? Nee, jetzt ist nur noch einer. Okay, ich glaube, ich entscheide mich für das geringere Übel. Wäre ich immer nicht hingegangen. Scheiß aufs Foto. Warum gebe ich mich diesem Kampf jetzt wieder hin? Wow, ey. Guck mal, ich habe so eine schöne HP und PP-Zahl. 140, 40. Es könnte so schön sein. Es könnte... Oh, das ist aber... Der ist down, oder? Yay. Yay. Der letzte Offense-Boost. Der hat hier vielleicht sein Übriges getan. Oder war das... Nee, das war kein Critical Hit, weil die Criticals, die siehst du immer an dem... An der Smash... Animation. Hier bewegt sich gerade ernsthaft ein Baum auf mich zu. Okay, dann gehen wir halt Bäume kaputt hauen. Ist okay. You engage the territorial oak. Sehr interessant. Bist du so eine Art Miniboss oder ist das jetzt hier Standard? Schon wieder fühle ich mich an Lufia 2 Rise of the Sinistrals erinnert. Da mochte ich die Baumgegner gerne. Und in Star Ocean hast du auch... Oh, oh. Auch Baumgegner. It did not work on Peter. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das könnte fast meine Lieblings... Nein, jetzt haut er schon wieder die ganze Zeit daneben. Mann, Peter, du Meter, ey. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Aber es geht die ganze Zeit... Ich wette, das wird schon wieder so eine Zustandsveränderung sein, die ich nicht heilen kann, wenn es einmal klappt. Der macht das die ganze Zeit. Ich habe Angst vor... It did not work. Gott sei Dank. Ey, kriege ich schon wieder Megapuls, ey. Ich fühle mich, als würde ich Dark Souls hier gerade spielen. Können Sie bitte sterben? Dankeschön. Burst into flames. Was? Was bist du denn für ein frecher Baum? Der hat Self-Destruct zum Ende hin. Das ist nicht okay. Das wird dich herzlich wenig jucken. Aber es ist trotzdem nicht okay. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall Angst vor jedem Baum haben, an dem wir hier vorbeilaufen. Ich habe da vorne über mir irgendwo auch noch eine Kiste, in Anführungsstrichen, gesehen. Da will ich auf jeden Fall als erstes drauf zusteuern. Ey, hier traust du dich gar nicht nach links und rechts zu laufen, weil du Angst hast, dass du dann Gegner zum Spawn bringst. Oh Gott, das ist was Neues. Mich interessiert schon ein bisschen, was du bist. Ich gehe jetzt einfach mal auf dich zu, auch wenn das vielleicht mein Untergang ist. Mein eigenes Grab, was ich mir hier schaufle. Spinning Robo. Okay. Du wirst wahrscheinlich kein einfacher Standardgegner sein. Ich guck mal. Guck mal, was draus wird. Manchmal ist das ja so, dass die am harmlosesten aussehen, die gefährlichsten sind und andersrum. Caught a cold. Okay, aber das kann ich heilen. Ist trotzdem ungeil, aber das kann ich heilen. Mach ich dann nach dem Kampf. Auch wenn ich jetzt kontinuierlich verliere. Oh, aber wenigstens ist das ein Gegner, den man scheinbar trifft. Okay, zweimal auf den raufkloppen und der ist down. Das scheint okay zu sein.
Es tut mir nur um die 5 PP ein bisschen leid. Weil ich habe jetzt hier bei den Goods ansonsten kein Item, ne, mit dem ich das irgendwie wegkriegen kann. Sieht eher nicht so aus. Puh, nicht mal Gegengifte haben wir hier. Ja, das sind die Cold Remedies, die ich jetzt gebraucht hätte, ne? Da hatte ich eine Zeit lang mal 2 im Inventar. Bis das Spiel mir halt immer mehr reingedrückt hat und ich jetzt am Ende all das Zeug, was mir jetzt fehlt, halt verscherbeln musste. Ungeil. Ach, die Musik ist so lustig. Ich finde das irgendwie auch so mega gut, wie sich einfach, je nach Gegnertyp, den du hier vor der Nase hast, die Musik einfach verändert. Wie cool ist das bitte? Da stecken einfach so viele interessante Details in diesem Spiel drin. Das war gerade eine perfekte Runde. So kann die jetzt immer ablaufen. Du schieldest dich einmal, um dir temporär die Illusion aufrechtzuerhalten, dass du das überleben könntest. Und wir kloppen auf dich ein. Und fertig ist das Ding. Das ist mein Lieblingsgegner bisher. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, diesen Fluss hier zu überqueren. Das ist nicht gut. Dich will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, hier können wir nämlich ganz gut leveln. Vielleicht habe ich hier so eine Art 50-50-Chance, dass er das eine oder das andere einsetzt. Vielleicht fehlt auch gar nicht mehr so viel, um den zu one-hitten. Das ist natürlich doof. Aber wenigstens haben wir jetzt keine Zustandsveränderung davon getragen. Also er hat 3 Attacks. Nein! Hier haut Peter auch manchmal daneben. Oh, ich dachte, das wäre wenigstens dahingehend entspannt. Das ist eine ganz schlechte Runde. Ganz, ganz schlecht, diese Runde. Nicht gut. Gar nicht gut. Hm, Peter gained 300. Ich glaube, ich werde mich jetzt einmal heilen. Ey, ich habe mega Angst vor diesem Szenario, hier einem Boss gegenüberzustehen. Und dann keine PP mehr zu haben. Das wäre mega unglücklich, aber lass uns mal vom Besten ausgehen. Da ist schon wieder so ein Vieh. Am Anfang habe ich mich noch gefreut, euch zu sehen, aber inzwischen ist mir das fast ein bisschen zu heikel hier mit euch. Aber wenigstens draint der meine Dings nicht weg, meine PP. Fire the Beam. Oh, das ist das, was am meisten wehtut, ne? Hm. Ah, der Schwierigkeitsgrad, der ist echt knackig. Also muss ich zum ersten Mal so in aller Deutlichkeit festhalten. Ihr habt ja gesehen, wie viel Trouble ich hier am Anfang hatte. Das ist schon beeindruckend. Warum ist der Boden hier so komisch? Keine Ahnung, da unten ist noch so ein Ding. Wo ist denn jetzt hier der richtige Weg? Weil da oben war auch noch so ein Geschenk. Beziehungsweise, ja doch, so ein Geschenk. Kein beziehungsweise. Luck Capsule Kapsel. Peter takes it. Ist das für einen dauerhaften Effekt? Wenn ja, dann bitte einmal sofort einsetzen. Zeig mal an hier. It increases your luck when taken. Geil, das machen wir. Das machen wir sofort. Peter drank the luck capsule. Peter's luck went up by 1. Hätte ich jetzt ja auch einen höheren Wert rausbekommen können? Ich hoffe einfach mal nicht. Ansonsten habe ich gerade mega Pech gehabt. Dann ist das so. Ich traue mich jetzt hier gar nicht in großen Schritten irgendwie voranzuschreiten. Ihr wisst warum. Unter anderem wegen den Gegnern hier. Oh, da bewegt sich auch der Baum. Wir leben hier sehr, sehr gefährlich. Ich will mal einmal den Typen noch irgendwie erreichen, weil wir das heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, und gucken, ob der mich vielleicht heilt. Man wird ja noch träumen dürfen. Oh, jetzt haut der schon wieder daneben. Aber okay, der andere dann auch. Das ist dann schon wieder ausgleichende Gerechtigkeit. Fire the beam. Oh, immer auch das Gefährliche. Aber es ist trotzdem, auch wenn es dem meisten Damage zufügt, es ist trotzdem immer noch das Beste, was er machen kann. Weil ich dann zwar ein bisschen mehr verliere, aber nicht an meine PP zum Heilen ran muss. Folgst du mir? Okay. Ich wollte ja selber nur gucken, was der macht. Aber das ist einer der Gegner, die sich auch dann bewegen, wenn ich mich nicht bewege. Ist auch nicht so Standard. So, hier muss ich jetzt wieder Daumen drücken, dass ich nicht daneben haue. Oh, der kann auch normal attacken, aber das ging daneben. Das ist gut. Du bist halt ein sehr langsamer Baum. Die langsamen Bäume sind mir übrigens die liebsten. Wow. Der tut weh. Der tut weh. Aber der lässt auch hier von allen Gegnern mit am... Ja, am meisten Erfahrungspunkte da. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Wie willst du dich davor schützen? Was machen professionelle Gamer gegen diesen Gegner?
Das ist sehr gefährlich hier alles. Alles. Das mit Abstand heftigste Gebiet auf jeden Fall. Vielleicht bin ich einfach voll in der falschen Reihenfolge unterwegs und hätte erstmal nach Threed gehen sollen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt hier nicht mehr vom Fleck bewegen, weil ich Angst habe, dass ich sonst irgendwelche Gegner nochmal zum Respawn bringe oder zum ersten Mal spawnen oder was auch immer. Okay, ich bin hier schon wieder mitten in der Pampa, Leute. Wir werden hier beim nächsten Mal mit dem Erkunden weiter fortfahren. Ich hoffe, dass das hier einen glimpflichen Ausgang findet und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Danke, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Sorry für den Rant ganz am Anfang. Ich gelobe Besserung und ja, passt auf euch auf. Habt einen schönen Resttag. Bis dann. Tschüss.